Einen schönen guten Abend, liebe Wittenberger, liebe Prignitzer. Wir wollen weiterhin unseren Protest gegen die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht und für die Aufhebung der Corona-Maßnahmen auf die Straße bringen. Auch wenn zurzeit der Krieg in der Ukraine das allumfassende Thema ist, so dürfen wir nicht vergessen, dass die Bundesregierung weiterhin an ihrem Plan der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht arbeitet. Es geht um unsere Zukunft, es geht um unsere Kinder. Wir sagen Nein zur Impfpflicht und fordern unsere Abgeordneten in Berlin zu einem Strategiewechsel und zu einem sofortigen Ende der Corona-Maßnahmen auf. Unser Protestspaziergang geht auch heute über die bekannte Route durch die Bahnstraße zum Rungeviertel, über die Goethestraße und die Perleberger Straße, durch die Ernst-Thälmann-Straße und die Parkstraße und zurück über die Lenzner Straße zum Kulturhaus. Wir bedanken uns bei der Bürgerinitiative Kyritz für die zur Verfügung gestellten Protestbanner. Wie schon in den letzten Wochen bin ich verpflichtet, euch auf die geltenden Abstandsregelungen in den Bestimmungen des Landes Brandenburg für Veranstaltungen unter freiem Himmel hinzuweisen. Ich wünsche uns allen einen angenehmen Spaziergang. Danke. Thank you.
Aber man kommt nicht runter. Das ist wirklich sehr schade. Die erste Veranstaltung, wo Animal auf dem Bürgersteig laufen darf. Ist das nicht nett? Total nett. Du, das sag ich dir. Yeah!
Vielen Dank, dass ihr heute Abend teilgenommen habt. Vielen Dank, dass ihr mit den Plakaten mitgelaufen seid. Wir hoffen, dass ihr auch in der nächsten Woche wieder mit dazustoßen werdet. Jeder möge seine Bekannten, Verwandten, Freunde, Uroma, Uropa, die gesamte Familie mitbringen. Die Geschichte ist leider noch lange nicht vorbei. Ich sage Dankeschön im Namen unserer Leute, Ralf, Cindy, und wünsche euch einen guten Nachhauseweg.